Truth is, I'm scared, cause when I see you coming, all I wanna do is tell you that I love you. I know you're better off without me, cause your tears stain eyes make it dark out when you're around me. Like a needle lost in the sand, the ink dried in my hand. It's unthinkable. Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Vlog von mir. Heute ist Freitag und es ist jetzt auch schon kurz nach 12, glaube ich. Ich bin heute um 9 aufgestanden und habe dann ein bisschen was für die Uni gemacht. Also ich habe so ein paar Folien durchgearbeitet und mir dazu ein Lernblatt erstellt. Ich werde heute, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr für die Uni machen. Also heute zeige ich euch dann mal, wie ich so von zu Hause aus versuche zu arbeiten oder zumindest versuche jetzt erstmal wieder in die ganze Sache reinzukommen, in das Uni-Life. Dann habe ich mich fertig gemacht und übrigens, ich habe mich heute wieder so geschminkt wie im letzten Video, weil ja einige von euch geschrieben haben, dass sie das richtig schön finden und ich da mal ein Tutorial dazu drehen soll. Nun bin ich ja kein Beauty-Kanal und habe auch eigentlich nicht so viel Ahnung, was ich da eigentlich mache, aber ich dachte mir, ich filme es euch trotzdem einfach mal so innerhalb dieses Vlogs ab und blende euch dann die Sequenz jetzt mal ein, sodass ihr sehen könnt, wie ich das gemacht habe. Second guessing your words, cause you choke right when I see that you're all I really need. But if I'm honest, I know this whole thing has been a sign that I'm running out of time. So, das ist übrigens das Lernblatt, was ich heute Morgen noch gemacht habe. Das ist jetzt Makroökonomik 1. Und ich wollte euch ja generell noch erzählen, was ich eigentlich dieses Semester für Module belege. Ich glaube, ich gehe erstmal nochmal auf die Frage ein, was passiert, wenn man eine Prüfung nicht besteht, weil ich unter meinen letzten Videos da immer wieder Fragen dazu gelesen hatte und die Leute sich gefragt haben, ob man dann überhaupt ins nächste Semester kommt oder ob man irgendwie das ganze Studium dann wiederholen muss oder so. Um Gottes Willen, nein. Also im Normalfall ist es so, dass man insgesamt 3 Versuche hat für jede Prüfung an einer Uni. Und bei uns ist es sogar so, dass man im ersten Semester einen Freiversuch hat, also an der Uni Potsdam, sodass quasi, wenn du im ersten Semester eine Prüfung nicht bestanden hast, dass die nicht als nicht bestanden zählt und du dann immer noch 3 Versuche hast. Also habe ich jetzt immer noch 3 Versuche, um die Matheprüfung zu bestehen. Und es ist auch an der Uni egal, wie viele Prüfungen du nicht bestanden hast, du kommst dann immer ins nächste Fachsemester. Also es ist nicht so, dass du wie in der Schule, wenn du zu viele schlechte Noten hast, irgendwie sitzen bleibst oder sowas. Also sowas gibt es nicht in der Uni. Es ist aber ja natürlich auch nicht festgeschrieben, dass du nach 6 Semestern, wenn dein Studiengang halt 6 Semester Regelstudienzeit hat, dann auch zwangsläufig fertig bist und deinen Bachelorabschluss in der Tasche hast. Man kann ja auch Semester dranhängen, wenn man einfach irgendwie Sachen nicht geschafft hat und mal viele Prüfungen wiederholen musste. Dann ist das nun mal so. Ja, so viel erstmal dazu und jetzt zu den Modulen, die ich in diesem Semester belegt habe. Ich kann euch dazu noch nicht ganz so viel sagen, weil ich zu manchen Fächern auch noch gar keine Inhalte bekommen habe. Aber als erstes belege ich, wie schon gesagt, Makroökonomik 1. Also das ist so ein bisschen so ähnlich wie VWL letztes Semester. Also in VWL hatten wir ja auch Mikroökonomik und Makroökonomik und ja, Makro war nur so ein kleiner Teil, Mikro war der größere Teil, Mikro muss ich dann auch noch extra machen. Aber für dieses Semester erstmal Makroökonomik. Ich hoffe, man kann das ganz gut von zu Hause aus verstehen. Dann mache ich ein Modul namens Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung. Da haben wir jetzt schon so ein Buch bekommen, da habe ich mich mal so ein bisschen reingelesen und ich fand, das war eigentlich ganz spannend, also zumindest das, was ich bis jetzt gelesen habe. Dann haben wir Jahresabschluss, also nicht wir, sondern ich, also das kann ja jeder machen, wie er will. Ich habe dann auch Jahresabschluss belegt, das ist sehr angelehnt an Buchführung auf jeden Fall und ich habe auch mal durchgescrollt, ganz, ganz viel basiert halt auf den Grundlagen von dem Buchführungsmodul vom letzten Semester. Deswegen denke ich mal, wird das ganz cool, weil mir Buchführung ja dann eigentlich auch ganz gut lag. Also ich hatte ja auch eine 1,7 in der Klausur. Und dann habe ich noch ein Modul belegt, das heißt Führung, Organisation und Planung. Dazu haben wir jetzt noch gar keine Materialien bekommen. Das kommt, denke ich, alles erst noch am Montag. Aber ich kann mir vorstellen, dass mir das sehr gut gefallen wird, weil ich allgemein so diesen Führungspersonal, Organisationsaspekt von BWL sehr cool finde. Also ich mag das lieber
als diesen ganzen Rechnungswesen-Aspekt. Also da gibt es ja eigentlich immer so die zwei Arten von BWL-Studenten. Die einen mögen das lieber, die anderen mögen eher so diese Unternehmensführung, Leadership-Sache lieber. Und ich bin halt eher so in der Richtung Leadership-Sache und Marketing und sowas. Und dann belege ich noch Englisch dieses Semester. Ich weiß gar nicht, warum meine Stimme gerade so raspy ist irgendwie. Ja, wie gesagt, ich belege Englisch. Da muss man, glaube ich, relativ viel so studienmäßig arbeiten, also Studien analysieren und so auf Englisch eben und dann noch eine Präsentation halten, wahrscheinlich alles irgendwie via Zoom-Conference oder so, keine Ahnung, wie das laufen wird. Da habe ich aber auch noch keine Materialien dazu, bin mal gespannt, ob mich das sehr herausfordert, weil ich ja eigentlich ziemlich gut in Englisch war, damals in der Schule und so und mir das eigentlich ziemlich liegt, deswegen habe ich mir halt das Fach jetzt noch mit reingeholt ins zweite Semester, einfach damit ich so ein Fach habe, was mir wohl ganz gut hoffentlich liegen wird und wo ich mich jetzt nicht so sehr anstrengen muss. Ja, jetzt wisst ihr schon mal, welche Module ich belege im zweiten Semester und in diesem und in den nächsten Vlogs wird es dann auch wieder vermehrt Uni-Content geben. Ich werde euch zeigen, wie ich an die ganze Sache rangehe, wie ich von zu Hause aus lerne, wie ich mir das zeitplanmäßig strukturiere und so weiter. Da muss ich erstmal selber noch so ein bisschen eine Ordnung finden, aber es geht ja auch erst so richtig ab nächster Woche los. Ja, und ich mache mir jetzt erstmal ein Mittagessen. Das ist jetzt mein Mittagessen und zwar habe ich mir hier einmal so einen Salatmix gemacht mit Dressing, ein paar Tomaten noch reingeschnitten und Erdnüsse draufgepackt. Dann habe ich hier so einen halben Feta-Käse noch aufgeschnitten und gewürzt und eine halbe Avocado aufgeschnitten und gewürzt. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Die letzten Stunden sehr effektiv gearbeitet. Also Robin hat ein bisschen was für sein Trainee-Programm gemacht und sich da was angeguckt, weil er jetzt die letzte Prüfung dafür dann nächsten Mittwoch hat. Und ich habe ein Lernbad gemacht und zwar für Public Management. Das habe ich euch ja vorhin gar nicht aufgezählt, aber ich habe noch eine kleine Änderung vorgenommen, zumindest vorläufig. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch belegen kann, das Fach, sonst wäre es nämlich blöd, weil ich habe da jetzt ja schon ein Lernblatt dafür gemacht. Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen von dem Dozenten oder Prof von Englisch, wo drin stand, dass man dieses Jahr oder dieses Semester diese Zertifikatsprüfung in Englisch nicht machen kann, wegen der aktuellen Situation logischerweise. Und dann dachte ich mir so, dass das ja eigentlich total sinnlos ist, jetzt das Modul zu belegen, wenn ich dann diese Zertifikatsprüfung nicht machen kann. Und stand halt auch extra da, dass es auch nicht in einem anderen Semester wiederholt werden kann. Und da habe ich mir dann kurzerhand was anderes rausgesucht. Also werde jetzt voraussichtlich nicht Englisch belegen in diesem Semester, sondern dann erst im, weiß ich nicht, dritten oder vierten Semester. Und ja, wie gesagt, mache jetzt stattdessen Public Management. Ja, ich habe jetzt schon mal da so ein bisschen reingelesen. Das ist eigentlich auch ganz spannend, auch wenn ich jetzt eigentlich nicht im öffentlichen Sektor später mal arbeiten möchte. Aber trotzdem finde ich ja alles, was so mit Management zu tun hat, eigentlich ziemlich cool. Ja, und jetzt werde ich mich, denke ich, noch ein bisschen sportlich betätigen. Also ich mache noch ein bisschen kleines Training. Robin hat heute schon trainiert, heute Morgen. Und ja, es ist übrigens auch schon ziemlich spät, es ist schon fast 8. Dear girl, we don't even have to stop it. Take you higher than a real rocket. You can have my last name if you want it. If you want it, if you want it, yeah. Your body's out in motion. Like a Mona Lisa come to life.
pin you on my wall and pull you back down. Watch you slide down. Let me drink you in. Oh, selfish lovers drink for free. Spin you around my glass. So, ich bin jetzt fertig mit dem Training und ich glaube, ich habe noch nie so spät am Tag Sport gemacht. Das war jetzt von 21:30 bis 22:30 ungefähr. Und normalerweise mache ich eigentlich eher so vormittags, nachmittags Sport. Aber ich muss sagen, es war eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich hatte jetzt trotzdem noch genug Energie und alles. Gehe jetzt noch schnell duschen. Und ich glaube, dann schauen wir noch irgendwie einen Film oder so oder gehen dann gleich ins Bett. Ist jetzt auch schon echt spät. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieser kleine Vlog gefallen hat. Ich werde morgen auch nochmal vloggen und das dann ein paar Tage später hochladen. Und morgen wird was ganz Besonderes passieren. Und zwar hat sich Robin nun endlich breitschlagen lassen, von mir sich die Haare schneiden zu lassen. Ich bin richtig gespannt, ob ich das gut hinkriege. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn man sich so ein paar YouTube-Tutorials anguckt, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Auf jeden Fall seid gespannt darauf. Ihr werdet es bald erfahren. Ich wünsche euch wie immer noch eine ganz tolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin. Tschüss.